Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja, wir sind heute wieder im LS19 unterwegs beim Real Life Farmer Projekt. Ja, heute zum Montag. Heute in der Woche ist es soweit. Da ist der LS22 oder kommt der LS22 raus. Den werden wir dementsprechend dann auch spielen. Jetzt nur noch kurz zum Verstehen. Da drinnen den Ladewagen mit dem Stroh lassen wir einfach, weil da drinnen stehen, weil der Stroh können wir sowieso da nicht abladen. Und da heute sowieso das letzte LS19 Video kommt, also vom Real Life Farmer Projekt, werde ich das einfach so stehen lassen. Und wir werden ganz normal die Ballen weiter pressen, auch wenn das uns jetzt eigentlich sowieso nichts mehr bringt, aber deswegen wird heute das Video auch erstmal nicht so lang wie sonst die Videos. Und zweitens werde ich noch ein bisschen was sagen, was jetzt zum Beispiel am Freitag kommt. Am Freitag wäre ja auch ein LS19 Video dran, aber es kommt kein Real Life Farmer Video mehr. Da kommt ein bisschen anderes Video, das sage ich euch heute dann im Video noch. Genau. Kurz noch im Voraus, vom LS22 gibt es jetzt nichts Neues, aber ich denke mal, die Woche wird schon noch einiges Neues rauskommen. Und von ETS gibt es jetzt auch nichts Neues, deswegen da erstmal ziemlich ruhig zum Wochenstart. Aber ich denke jetzt vom LS22 wird es auf jeden Fall noch einiges geben, wo wir in der Woche neu erfahren werden. Genau, weil in einer Woche, wie gesagt, ist es soweit, da ist der LS22 da. Und ja, den werden wir dann auch spielen. Wie genau das mit dem Streams ausschaut, weiß ich noch nicht. Ich werde aber versuchen, dass ich unter der Woche auch live sein kann. Und dass wir da eben dann den LS22 miteinander testen, Projekte miteinander anfangen und so weiter. Erfahrt ihr aber dann noch, wie ich live bin dann mit dem LS22 und so weiter. Das kommt alles noch in den nächsten Videos. Genau, jetzt erstmal zum Real Life Farmer Projekt noch. Es sind paar Folgen schon geworden vom Projekt jetzt. Jetzt sind wir voll. Es sind schon einige Folgen geworden. Und zwar jetzt mit der wurden es dann also mit der Folge sind es dann 41 Folgen geworden. Auf jeden Fall mega. Davor gab es ja das andere Projekt noch, das hatte nicht mal einen Namen, das ist auf der Hof Bergmann, glaube ich, war das. Ich glaube schon. Ich weiß gerade gar nicht mehr, aber zuvor gab es ja ein anderes LS19 Projekt, das musste ich ja dann abbrechen, weil ich meinen PC zurücksetzen musste und dann den Speicherstand nicht mehr hatte. Aber das ist jetzt mal ein anderes Thema so. Ich fand das Projekt, das Real Life Farmer Projekt, war einfach ein geiles Projekt jetzt für den LS19. Wird es jetzt im LS22 dann eventuell auch so geben. Aber das jetzt noch nicht direkt zum Anfang. Am Anfang werden wir erstmal alles testen und so weiter. Da wird es auch Streams geben, wo wir dann im Multiplayer, zum Beispiel MySXXL oder einfach mal irgendwas miteinander machen eben, weil im LS22 können ja dann alle Plattformen miteinander spielen. Das ist übelst geil und dann kommen wir zu dem Punkt, warum kommt heute das letzte LS19 Real Life Farmer Projekt? Hat einen ganz einfachen Grund, am Freitag kommt nochmal ein anderes Video, auch zum LS19. Aber ein bisschen anderes Video wie sonst. Deswegen, also mehr würde ich jetzt auch noch nicht verraten, was genau kommt. Aber deswegen kommt heute schon das letzte LS19 Real Life Farmer Video.
Genau, nur damit, dass ihr Bescheid wisst, am Freitag kommt auch nochmal ja, ein LS19 Video, nicht direkt, aber es hat was mit LS19 zu tun. Genau. Und ja, das Video, wie gesagt, wird heute nicht so lang. Ich denke so 10 Minuten, 10, 12 Minuten circa. Weil es bringt jetzt sowieso eigentlich nichts mehr, dass wir die Bäume pressen. Weil das Projekt ist damit dann abgeschlossen. Ja, ich hätte eigentlich gemeint, dass wir das Projekt noch länger machen. Ich habe ja am Anfang gesagt gehabt, vielleicht dann Kühe später mal und so weiter, aber dazu sind wir halt nicht gekommen. Ich hätte auch am Anfang nicht gedacht, dass der LS22 doch rauskommt. Es war ja sowieso schon ein Jahr dazwischen, wo jetzt kein LS-Teil rauskam. Genau. Aber jetzt ist eben soweit, der LS22 kommt am nächsten Montag raus, deswegen wird es mit dem LS19 jetzt ja, stiller. Genau. Und ja, wenn euch die Videos gefallen und wenn ihr euch für den LS22 interessiert, dann könnt ihr auch kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Liken natürlich auch nicht vergessen. Und ja, es wird dann nächste Woche, ich schaue, dass ich fast täglich live bin mit dem LS22 dann. Genau. Genau, so wird es dann nächste Woche ablaufen. Da werde ich öfters live sein. Die Videos wird es dann wahrscheinlich auch nächste Woche wird es dann mehr LS22 Videos geben wie ETS Videos, weil halt LS22 dann nächste Woche komplett neu ist und so weiter. Genau, da werden wir in den ersten Videos auch ziemlich viel ausprobieren dann, und dann wir werden die Projekte dann wieder so anfangen. Ich weiß zwar noch nicht, wie viele Projekte es dann im LS22 geben wird, aber ich glaube, es gibt schon mal mindestens zwei Projekte, die wo ich so in Planung habe, sage ich jetzt mal. Genau, deswegen, ja, wenn ihr die Projekte auch nicht verpassen wollt, gerne, wie schon gesagt, abonnieren, dass ihr die nicht verpasst. Genau. Und ja, ansonsten, ja, was ist sonst noch Schönes? Sonst ist jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen. Wir werden jetzt auch gleich sogar schon wieder zum Hof zurückfahren. Weil, ich will am Hof noch kurz was machen, sage ich jetzt mal. Deswegen fahren wir jetzt schon wieder zum Hof zurück. Ja, wie gesagt, das Projekt ist jetzt somit ja, zu Ende. Ist zwar schade, aber jetzt brauche ich wieder Platz am YouTube-Kanal für den LS22, deswegen LS19 wird es jetzt nicht mehr geben. Nur noch jetzt dann den LS22. Genau. Und ja, jetzt fahren wir noch schnell zum Hof zurück. Schauen, was wir uns alles jetzt erarbeitet haben in dem Projekt. Weil ist schon einiges, was wir uns erarbeitet haben. Genau, da, da schauen wir kurz in Silo rein, in die Silos. Schauen, welche Fahrzeuge uns wir erarbeitet haben. Weil wir haben ja am Anfang mit komplett anderen, ja, ein Fahrzeug, ja, paar Fahrzeuge sind schon noch gleich, aber so, ist eigentlich schon eine große Veränderung. Also am Anfang haben wir ja mit den, ja, Haus sage ich jetzt mal gestartet und mit den Autos sind wir hergefahren. Dann haben wir uns Traktoren gekauft. Der rote Traktor, der Lindner. Der ist sogar seit Anfang an dabei. Ja, das Saatgut ist immer noch so perfekt da. Dann schauen wir mal dahinter schnell. Die Sachen sind eigentlich auch seit Anfang an schon dabei. Der Gruppe, ich glaube, da hatten wir am Anfang den kleineren. Aber ansonsten sind die nicht die Fahrzeuge, sondern die Gerätschaften alle von Anfang an dabei. Das Projekt, muss ich sagen, ging jetzt auch nicht so lang, wie ich mir das erhofft habe. Deswegen, ja, so viel
Ja, da den Fendt ist auf jeden Fall neu. Die Ballenpresse hatten wir seit Anfang an. Die zwei Hänger haben wir uns geleistet dann. Den Drescher hatten wir uns erst vor kurzem auch gekauft. Den Ladewagen hatten wir schon. Und jetzt zu den Silos. In den Silos war am Anfang nichts drinnen. Und jetzt muss man schon sagen, haben wir gut was reingebracht in die Silos. Da zum Beispiel 86.000 Liter Weizen circa haben wir jetzt reingebracht. Raps haben wir 46.000 Liter reingebracht. Und das andere hatten wir ja nicht. Ich wollte ja dann noch in die Richtung Mais gehen, aber wie gesagt, das schaffen wir jetzt leider nicht mehr. Und ja, jetzt sind wir auch am Ende vom Video angekommen. Und ja, danke ja, für euch, dass ihr zugeschaut habt bei dem Projekt. Aber wie gesagt, jetzt ist leider zu Ende. Genau, deswegen schließt sich jetzt das Kapitel Real Life Farmer oder das Projekt besser gesagt. Genau. Und ja, ich wünsche euch noch eine gute Woche und ja, wir sehen uns dann am Mittwoch um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Das wird dann ETS2 Video sein. Genau, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.